Also du musst Buch führen. Du wirst sehen, egal was zum Teufel passiert, in Lebenssituationen, du wirst nicht untergehen. Mehr als was du isst, genauso wichtig ist es, wie du isst. Prüfe und schau nach, ob du noch am Leben bist. Wenn du es bist, mach einfach das dir zuliebe. Das ist das Ende des Leidens. Erst wenn es keine Angst vor dem Leiden gibt, nur dann wirst du die volle Tiefe und Dimension des Lebens erkunden. Outside challenges are many. Es gibt viele Dinge in der Welt. Manche Dinge werden geschehen, manche Dinge werden nicht geschehen. Manche Dinge werden für uns arbeiten, manches wird gegen uns arbeiten. Diese Dinge geschehen ständig. Aber arbeite ich für mich oder arbeite ich gegen mich? Innerhalb dessen ist mein Leben ein bisschen überschwänglicher, ein bisschen besser, ein bisschen freudvoller, ein bisschen friedvoller. Du erfasst das einfach jeden Tag. Also du musst Buch führen. Yes. Ja. You're doing business. How do you know whether you're progressing? Wenn du Geschäfte machst, woher weißt du, ob du vorankommst? Nur wer Buch führt, weiß, ob er Geld verdient oder verliert. Ist es nicht so? Genauso musst du Buch führen. Du schaust einfach. Sagen wir, gestern warst du fünfmal am Tag fröhlich. Heute, wenn du es sechsmal bist, bist du besser. Morgen, wenn du es siebenmal bist, bist du besser. Aber übermorgen, wenn du es dreimal bist, bist du schlechter. Wie viele Augenblicke von Freude hast du? Der Grund, warum ich über Freude spreche, ist, weil wir Freude nicht als Ziel benutzen. Freude ist ein Maßstab. Freude bedeutet, dass du gelassen bist. Freude bedeutet, dass du mehr vom Leben geworden bist, statt ein geistiges Durcheinander zu sein. Ist es nicht so? Freude bedeutet nicht, dass du etwas erreicht hast. Freude bedeutet einfach, dass das Leben entspannt ist. Man macht sich nicht verrückt. Verbringe 5 Minuten damit, war ich heute besser als gestern? War mein Tag besser? Wenn du jeden Tag Buch führst, wirst du sehen, egal was zum Teufel passiert in Lebenssituationen, du wirst nicht untergehen. Ich will dir hier nicht sagen, was du essen sollst und was du nicht essen sollst. Du kannst essen, was immer du willst, aber als Mensch ist das Wichtigste, dass du es bewusst tust. Was auch immer du tust, muss bewusst geschehen. Deine Auswahl von Nahrung und das Verzehren der Nahrung muss ebenso bewusst geschehen. Mehr als was du isst, genauso wichtig ist es, wie du isst. Wenn ich sage, wie du isst, das sind alles Lebenssubstanzen. Jede von ihnen hatte ein eigenes Leben. Egal, ob es sich um eine Pflanze, ein Tier oder ein Gemüse handelt, jede von ihnen hat ein eigenes Leben. Wenn du der Nahrung, die du isst, mit einem gewissen Gefühl der Dankbarkeit und Ehrfurcht begegnest, wenn ich Ehrfurcht sage, mag sich das für dich als zu viel anfühlen, aber ich frage dich, sagen wir stecken dich in einen Raum und du hättest für 5 Tage nichts zu essen. Wenn Gott vor dir erscheinen würde, worum würdest du ihn bitten? Essen. So wichtig ist es. Du musst verstehen, dass das Essen auf deinem Teller nicht nur eine Substanz ist. Es ist kein Material, es ist keine Ware, es ist Leben. Es ist für dich das Material, das Leben produziert. Du musst es also als solches behandeln. In diesem Moment, wenn es auf dem Teller liegt, wenn es außerhalb ist, hat es keinen Wert. Aber in dem Moment, in dem du es konsumierst und es zu deinem Fleisch und Blut wird, nun hat es plötzlich einen immensen Wert. Warum leben wir so? Es ist sehr wichtig, wenn es auf den Teller kommt, musst du es als einen Teil von dir selbst behandeln. Mit großer Ehrfurcht musst du es verzehren. Allein die Art und Weise, wie du es konsumierst, wenn du das veränderst, wird sich das Essen in dir ganz anders verhalten. Die Erde, auf der du gehst, hat eine gewisse Intelligenz und ein Gedächtnis. Selbst wenn du in einem Betondschungel lebst, ist es wichtig, mit der Erde, auf der du lebst, in Kontakt zu bleiben.
create ways for yourself. Schaffe Möglichkeiten für dich, irgendwie mit dem Boden oder der Erde, auf der du lebst, in Kontakt zu bleiben, diesem Teil der Erde, mit deinen nackten Händen und nackten Füßen. Sieh, insbesondere die Handflächen und die Fußsohlen, wenn sie täglich mit der Erde in Berührung kommen, zumindest für einige Minuten. Eine gewisse Harmonisierung des physiologischen Prozesses wird stattfinden, einfach dadurch, dass man in Kontakt mit der Erde ist. Wenn du wenigstens ein paar Minuten in deinem Garten verbringst, barfuß, Pflanzen oder Bäume berührst, denn das ist die Grundlage deines Lebens. Alles Leben, deines und das jedes anderen Lebewesens, ist aus dieser Erde hervorgegangen. Bleibe in Kontakt mit ihr und harmonisiere dein System. Eine Sache, bevor du zu Bett gehst, sitze einfach in deinem Bett, nur für 2 Minuten. Sieh 2 Minuten lang, angenommen du wirst sterben, jetzt gerade in 2 Minuten, wie es sein wird, und dann schlafe. Du wirst sehen, wenn du morgen aufwachst, wirst du aufwachen, als wärst du gerade geboren. Wenn du mit dieser Bewusstheit schlafen gehst, wirst du mit einer völlig neuen Dimension von Energie in dir aufwachen, falls du morgen aufwachst. Nein, 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 nein. Schau, du denkst, es ist ein Witz. Das ist das Problem. Jeden Tag wachen fast 300.000 Menschen morgen nicht auf. Falls du also morgen aufwachst, prüfe, schau nach und siehe, ob du noch am Leben bist. Wenn du es bist, mach nur das eine, dir zuliebe und nicht mir zuliebe. Ein großes Lächeln, du bist noch am Leben. Hallo? Ist dir dein Leben so viel wert? Sieh, denk nicht, dass du jeden Tag aufwachen wirst. Eines Tages wirst du nicht aufwachen, ja oder nein? Morgen früh, wenn du wach wirst, prüfe, ob du noch am Leben bist. Wenn du tot bist, werde ich dir verzeihen. Wenn du am Leben bist, ein großes Lächeln. Dann, wenn 300.000 Menschen auf dem Planeten sterben, vielleicht 3 oder 5 Millionen Menschen würden jemand verloren haben, der ihnen lieb ist. Also schau einfach nach bei den 4 oder 5 Menschen, die dir in deinem Leben was bedeuten. Alle von ihnen noch am Leben? Noch ein Lächeln. Hallo? Und du siehst auf deine Uhr, es ist 7 Uhr und du bist immer noch am Leben. Noch ein Lächeln, hallo? Von jetzt an musst du das jedes Mal machen, wenn du nach der Zeit schaust. Wenn du am Leben bist, musst du lächeln. Weil das die größte Sache ist, die dir geschieht. Nicht dein Geld, nicht dein Beruf, nicht deine Familie. Du bist jetzt am Leben, das ist die Sache. Sehr kurz. Lasst es uns möglich machen. Deine Fähigkeit, gut auf diesem Planeten zu leben, besteht im Wesentlichen darin, wie gut du diesen Körper und diesen Geist nutzen kannst, ja oder nein? Wenn du das also so nutzen willst, wie du es willst, ist es sehr wichtig, dass dort etwas Raum zwischen dir und dem Körper ist, etwas Raum zwischen dir und dem Geist. Welches Leiden auch immer, jede Art von Leiden, das du in deinem Leben erfahren hast, ist entweder durch den Körper oder durch den Geist in dich gelangt. Kennst du irgendeine andere Art von Leiden? Kennst du irgendeine andere Art von Leiden? Körperliches Leiden, geistiges Leiden, das sind die beiden einzigen Dinge, die du kennst. Ist es nicht so? Wenn ein kleiner Abstand zwischen dir und dem Körper, zwischen dir und dem Geist entsteht, ist dies das Ende des Leidens. Erst wenn es keine Angst vor dem Leiden gibt, nur dann wirst du die volle Tiefe und Dimension dieses Lebens erkunden. Also, eine Sache, die wir tun wollen, ist, wir bringen das, was als Isha Kriya bezeichnet wird, was dir einen Abstand zwischen dir und deinen Gedanken gibt, zwischen dir und deinem Körper. Wenn Menschen dies für 2 Minuten am Tag erfahren haben, wird sich ihr Leben verändern, mit Sicherheit, sage ich dir. Sobald sie diese Freiheit kennen, wirst du nichts anderes mehr mögen. Du wirst kein Getränk oder keine Droge oder was auch immer mögen, weil es ein sehr viel größeres High ist als das. Viel, viel größer als alles, was du gesehen hast.
Also, eine der Vorsätze, die du für das neue Jahr fasst, lautet: Ich meditiere.